You look disgusting, bro. Maculous. Hey Leute, wir sind wieder in einem wunderschönen neuen Video und wir sind jetzt schon an der Delta Mall angekommen, da wo wir hin wollten, weil wir heute den Kinofilm anschauen. Und nicht nur das machen wir gehen heute tatsächlich zum Sea Garden. Also, wie versprochen, wenn nicht, nicht meine Schuld, ich habe alles versucht. Außerdem muss ich noch ein Geschenk kaufen für meinen Dad und ich habe was Spezielles überlegt, und zwar mein Dad mag so Kunstsachen und so, der malt sehr viel mit Spachtel. Ich kann euch hier mal ein paar Bilder einblenden. Und auf jeden Fall, ich habe überlegt, ihm Spachtel zu kaufen. Und eine Freundin von meiner Freundin mal wieder, die macht so Gravuren. Und ich hatte halt überlegt, eine Gravur in den Spachtel reinzumachen und ihm dann den Spachtel zu schenken, weil er halt sehr viel mit dem Spachtel zeichnet. Beziehungsweise Kunstwerke macht. Und deswegen kriegt er einen Spachtel für mich. Und da müssen wir noch zu einem Kunstgeschäft gehen. Außerdem gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz shoppen. Also jetzt nicht in der Delta Mall, sondern vielleicht irgendwo anders auch. Und hier gehen wir halt jetzt dann ins Kino, weil in den Delta Malls die Kinos sind. Und by the way, der Kinofilm, ja, es ist so ein romantischer Film und eine Fortsetzung von einem anderen Film. Und der ist irgendwie After. Danke, Hund. Und Bro, ich habe gestern den ersten Teil gesehen. Ich sag euch, es ist eine solide 2 von 10 maximal. Der war ultra bad. Ich glaube, es wird die größte Geldverschwendung meines Lebens. Dass ich freiwillig in diesen Massagestühle reinsitze, ist halt anders los. Vor allem wegen Corona. By the way, das ist die Gang, die heute dabei ist. Wir haben übrigens hier wieder den geilen Tree. Ich kann es mal wieder zeigen. Wunderschön. Absolut wunderschön. Ich kann dann auch so dunkel. Ich glaube, so ist es noch besser. Was mal so, ne? Ja, der geile Tree. Wir gehen jetzt auch zum Kino. Ich glaube, wir holen uns noch voll was irgendwo zum Essen da. Mal schauen. Alright, Leute, es wird direkt. Das ist eine schöne Kino. Und wir werden in einen Film gehen. Junge, der ist hier nicht mal drauf. Pain. Absolut Pain. Ich habe jetzt hier mal diesen kleinen Cinematic Shot gemacht, falls ihr es erinnern könnt. Ich wollte ihn gerade nochmal nachmachen, aber dann habe ich mir gedacht, ah, Boys, ist vielleicht doch nicht die beste Idee. Bin ich hell genug eigentlich in die Richtung? Ich glaube schon. Mein Haar ist Alter. Meine Haare sind immer so wild, ja. Das will ich mal anmerken. Liegt aber auch daran, weil ich nie Haarwachs oder so hier in Bulgarien. Das ist halt. Okay, Leute, wir gehen jetzt hoch zum Kino. Ich muss da mal schauen, ob ich da noch irgendwie so den Eingang filmen kann oder wie ich mir noch Nachos gönnen werde. Falls nicht, ist das erstmal hier vorbei und wir sehen uns nach dem Film wieder. Falls ja, filme ich ein bisschen so, wie ich das Essen bekomme. Und dann muss ich natürlich die Kamera wegtun, weil den Film darf ich natürlich nicht filmen. Wer hätte es gedacht? Das Menu XL, Alter. Füll mit Nachos, Double Soße und wenn es doch gedrängt ist, wir gucken mal, was ich mir aussuchen werde. Hey Leute, wir müssen uns jetzt leider verabschieden, aber ich habe noch ein Popcorn für euch. Okay. So. Would be better, yeah. Okay. Wir sehen uns dann nach dem Film wieder. Ich sage jetzt schon, es wird eine Heidengeldverschwendung, aber ist okay. Und Nachos werden sich Jacques Musel reingegönnt. Okay, wir sind jetzt aus dem Film, wunderschön draußen. Ich habe aber, also der Film war so eine 3 von 10, Leute.
Der war besser als der erste, würde ich sagen, aber jetzt auch nicht so wert. Wir gehen jetzt dann gleich in die Stadt und ich habe, falls ich fertig werde, auch wirklich habe Fettmigräne oder echt extreme Kopfschmerzen. Und wir gehen jetzt gleich noch zur Apotheke und gucken mal, ob wir da irgendwie was bekommen. Ich habe auch schon seit Tagen, kann nicht gescheit schlafen, aber es sind immer, ein bisschen zu hell, wartet kurz. Aber es sind immer so, ja, schwer zu beschreiben, die Kopfschmerzen, aber es ist auf jeden Fall sehr krasser Pain. Dafür gehen wir jetzt auf jeden Fall zur Apotheke und schauen mal, ob wir da irgendwas finden. Und by the way, ich habe auch morgen Geburtstag. Habe ich noch nicht präsentiert, beziehungsweise wenn ihr das seht, ist es eh schon viel zu spät, weil mein Geburtstag war quasi am 12. September. Und jetzt ist der 11. September. Grüße gehen raus an die Twin Towers an der Stelle. Aber ja, morgen, oder jetzt sind wir schon bei der Apotheke und morgen ist mein Geburtstag. Und jetzt gehen wir dann noch in die Stadt, um was für meinen Dad zu kaufen. Und ich hoffe, ich überlebe das Ganze, Mann. Alright, das Taxi haben wir jetzt gezahlt und jetzt sind wir in der Stadt unterwegs. Wie gesehen habt, sind wir gerade ausgestiegen. Ich habe mega die bösen Kopfschmerzen und die Läden haben auch schon zu. Deswegen werden wir morgen an meinem Geburtstag. Yeah, wait a second, I will give him. Ich muss ihm noch ein bisschen Geld geben für die Taxifahrt. Deswegen werden wir morgen. Danke, Geigenspieler. Deswegen gehen wir morgen hin und kaufen das Geschenk für meinen Dad. Mal gucken, ich hoffe, wir sind dann früh genug da. Und ich sehe jetzt gerade schon das Meer, wenn ich straight rausgucke. Sau nice, sau nice. Wir gehen jetzt nämlich zum Seagarden, Leute. Ja? Endlich, der Meme wird erfüllt. Und hoffentlich erlöschen dadurch auch meine Kopfschmerzen. Okay, wir laufen gerade wunderschön. Und irgendwer spielt da. Also nicht viele Leute. Wunderschön. Alter, das ist einfach ein ganzes, ganz gute Fan. Ja, das ist ein Fan. Das ist ein Fan. Haben zumindest keinen Dirigenten. Aber viele Leute. Verdammt viele Leute. Oh, die Figur. Babe, he's back. He's back. Das wird eine gefährliche Nummer. I hope you don't go too close. Hm? Hello? Oh. Hast du Angst? Boah, ich war's. I thought you was back. Tja. Nice, Mann, nice. Wir gucken mal wieder rum, Leute, was es so gibt. Ich muss gerade mal schauen. Oh, was läuft da für Musik? Holy fuck. Hey, ich spüre nur den Bass. Oh, warte, ich dreh mal. Das hat das Meer. Ganz entspannt. Da habe ich auch schon mal ein paar Shots gemacht, da links hinten. Da. Da hatte ich schon mal ein paar Shots gedreht. Schon mal ein paar Bilder. Den Home. Verabschiedung. Right, meine Damen und Herren, wir sind im Sea Garden. Beeindruckend, ich weiß. By the way, hier gibt es erstmal eine Pferdestatue. Wartet, ihr kriegt auf gediegen kurz CGI-Shots von diesem Ding. Boah,
Leute, vielleicht kann man es bereits hören. Es brieselt. Es brieselt sehr geil und es ist frisch. Und ich zeige euch auch warum. Oh. It's the first time it's working. Ein paar Kinder, die müssen für mich draufkriegen. Oh. Mm. Italien, Leute, lässt grüßen. Und dahinter auch noch das Meer. Oh. Den Brunnen würde Mehmet mit Pussard nehmen, meine Freunde. Alter. Der ist nice. Wir haben noch ein paar nackte, noch mehr Kinder drauf. Ja, moin. Ja, ihr kriegt da jetzt auch noch mal ein paar geile Shots. Immer noch. Oh, wunderschönen Viehgarten. Oh nein, nein, nein. Ja? Ja. Die Brücke. Oh, look at this Bubu. Ja. Ja, ja, ja. So, ich nehme die Kamera jetzt einfach mal mit in die Hand, Leute. Und komm, ich point mal auf mich. Und wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen. Da spielt übrigens auf dem Dudelsack. Kann man das hören? I don't even know how to, there's no words in English I can think. Das ist der Dudelsack natürlich, hört man doch. Das ist ein Dudelsack, meine Freunde. Ihr könnt selber entscheiden, Leute. Dudelsack oder kein Dudelsack. Eure Meinung zählt. Jetzt in die Kommentare. Look in front of you. Oh. Ja, ist schon mal sehr nice. Oh, warte, da will ich schon mal, guck mal. Mmh. Oh, Leute, jetzt Naturspektakel. Oh, warte, ich hänge euch mal wieder. Oh. Mmh. Mmh. Der sieht schon geil aus, muss ich sagen. Den würde ich mir in den Garten reinstellen. Oder auch diese Hobbitbrücke da drüben. Zieh dich mal die rein. Kleine Holz-Hobbit-Brücke. Oh, die ist ein bisschen dunkel. Der geht nicht heller. Geht heller. Geile Hobbit-Holzbrücke. Ich hab so ein Gefühl, aber jetzt ist es ein bisschen zu hell, oder? Ja, scheiß drauf. Ja, das ist halt ein bisschen zu hell. Wir gehen weiter. Okay, da hinten gibt's auch wieder was Nices. Schaut mal, hier drüben gibt's wieder geil den Ozean. Ah, da gibt's ein paar Alleen, ein paar Palmen. Und das da hinten, keine Ahnung, was da hinten abgeht, das so. Ich glaube, da werden Menschen geopfert. Boah, der Ausblick ist aber schon. Man würde sagen, eine 1 plus mit Sternchen. The wedding picture. Boah, you want a picture? We can make. No, komm, lassen. We can make a picture. A wedding picture. Boah, zieht euch rein, Leute. Oh Gott, das ist viel zu hell für euch. Ihr seht ja nichts. Jetzt ist doch pervers. Oh. Baby. Auch mit dem Sonnenuntergang da hinten. Alter, sexy. Wir machen ein paar Bilder. Ich blende sie euch ein, Leute. Ich blende sie euch ein. Wir? Beziehungsweise, komm. Ich will ein paar so machen. Ah, ist so dunkel. Ficken. Ich mach's aber gleich. Thank you.
gerade, hier kann man Schach spielen. Scheiße, Mann, die sind revolutionär. Warum gibt es hier keinen 3D-Schach mit Multiversum und Timeport? Bullshit. Oder Zeitreisen. Timeport, Jungs, nennt man das so auf Englisch? Absolut kein Plan. Wir gehen weiter auf jeden Fall. Let's go! Es geht weiter durch den Sea Garden. Ist nice auf jeden Fall. Vor uns ist auch sehr, sehr geil. Alter, was ist das für eine Pflanze? The fuck? No idea. Wo wächst so ein Shit? In der freien Natur? Das denke ich mir sau oft bei manchen Pflanzen, die sehen so freaking weird aus. Das habe ich ja schon mal im Podcast angesprochen mit Leo. Alter, allein eine freaking Banane, Mann. Einfach nur, weil man die kennt, ist sie nicht komisch, aber Bro, eine fucking Banane, Mann. Die ist gelb, gebogen, oder eine Kiwi, Bro, die ist haarig und innen grün mit Kernen. Bro, die würde niemand essen, wenn der auf einem anderen Planeten wäre und ich wüsste, was das ist. Es ist, keine Ahnung, manche Pflanzen sind so, so strange. Oh, die sind auch geil. Ja. Oh, Trinkbrunnen, Leute. Falls jemand braucht, einmal reingönnen. Corona says no. Ich glaube nicht, dass man in einem öffentlichen Garten, wo irgendwie tausende Leute kommen, jetzt gerade Wasser trinken sollte. Ist vielleicht nicht die geilste Idee. Aber ist okay. Oh, you drink the water, not from the tank. Ja. I have no idea how much I drink from these things. Because we had one next to the playground. Also das, was ich probiert habe, war echt nicht geil. Das ist auch nice. Ich muss kurz wieder drehen. Brauche ich beide Hände, sorry. Ich nehme das wieder in die Hand. Okay. Schauen wir mal. Drohne habe ich leider nicht, Leute. An der Stelle, wenn ihr mir eine Drohne donaten wollt. Sorry. Also, it's okay. Okay. I go in it now, it's my turn, bro. Ich weiß gar nicht, ob ich es auf Kamera habe, tatsächlich. Hat nicht hingeguckt. Aber der Typ hat uns gut gerannt, auf jeden Fall. Und das Lauf, das habe ich auch gedacht. Das ist sau strange, man. Er ist einfach voll in uns reingecrashed mit der Absicht, man. Holy fuck. Alter, ich will auch noch Attentate auf mich. Jetzt reicht's aber. Ja. Wir haben wie lang schon? 4 Minuten. Auf entspannt, okay. Nice. For some people, for the prom, they got there some closer there and okay. Ja, sieht schon nice aus. Ohne jetzt viel zu rein zu spoilern, Leute, aber da hinten könnte es sehr nice werden. Wir gucken einfach mal. Alter, nur pink und die gefallen dir, hm? Say something to them. What should I say, bro? I don't know. That they are your favorite. Pink is favorite in general. Das ist Ubu, pinke Blumen. Okay. Naja, wir haben es jetzt. Oh, was? Das ist hier eine riesige Statue. What the fuck? Where are you? True. Alter, what the hell? Dieser Geist ist krank riesig. You see? Don't know, not oh, okay. Ich habe nur einen kleinen Teaser gegeben. Dann bin ich jetzt erstmal wieder auf uns. You see now. Kleiner Sportplatz, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, was da gespielt wird gerade. Ich glaube. Some people play football. Spielen die? Ah, die spielen. What the fuck? Die spielen Tennis? Nein, spielt Tennis mit sich selber. It's Tennis, ja? Yeah. No, there are 2 people though. Okay. True. Das spielt auch nicht mit sich selber. Die bin ich unbedingt. Ja, stimmt. Die spielen auch noch Fußball. Ja. Ich sehe schon. Ja, Inika. Hol dir das Ding. Imagine they hit it too much and it goes on the other side. Oh, den hat er defended. What the fuck, was läuft da vorne? Da sind so, siehst du die Weißen? What the fuck? Maybe there's like a, oh, ich bin noch voll reingezoomt. Like a competition. Not competition, but not Alter, da sind so. Warte, vielleicht kann ich die noch auf die Kamera kriegen. Da ist so eine Gruppe an weiß gekleideten Leuten, die machen Karate, oder? Ja, they wearing the belt. Yeah. Junge, warum joggen die bitte? What the fuck? Babe, it's why not? It's like warm-up. Nah. It's good. Trash, Alter, noch nie im Warm-up gesehen, dass Leute sowas machen. Warte, vielleicht krieg ich den nächsten Front drauf. Komm schon. Werf ihn. Oh. Und ihn dir. Und renn zurück, Bruder. Renn.
Ihr werdet nie sehen, ob er es geschafft hat. So. Junge, wie ich immer. Okay, jetzt müssen wir deutlich näher. Ich glaube, ich habe alles. Das ist für Grown-Ups, deswegen sind da Kinder dabei. Guckt euch das an, im Hintergrund. Ja, true, das ist auch nice. Von hier oben. Ja. Ja, sehr nice. Aber ich glaube, das sieht man sogar noch. Wenn es dunkel ist, sieht man es saugeil. So, der. Zoo? Ja. Ich weiß nicht, aber in den Zoo will ich nicht. In den Zoo will ich nicht. Zoo fühle ich nicht. Oh, ich mach noch hier mal, komm. Noch einen kleinen Cinematic Shot, Leute. Let's go. Now we can go a bit further and then we just go back. Und dann habe ich mein Versprechen erfüllt, euch den Seegarten zu zeigen. In der Nacht, muss ich sagen, sieht das Ganze nochmal sehr, sehr nice aus. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Ich weiß, jetzt sind wir wieder schön im roten Licht. Danke, Homie. Mir ist übel schlecht und wir gehen jetzt nochmal kurz zur Apotheke und dann gehen wir uns entspannt hinlegen, vielleicht noch einen Film schauen und ich feiere dann irgendwie in meinen Geburtstag rein. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und wir uns wieder im nächsten Video sehen. Morgen, dann mein Geburtstag. Ich hoffe, ihr habt alle Bock und ja, bis dahin, Leute, haut rein und tschüss! Ich begrüße euch zum wunderschönen neuen Video. Ja, ich mache das Intro spontan einfach mal jetzt. Heute ist mein Geburtstag, ich weiß. Danke für die wunderschönen Geburtstagsgratulationen. Nicht, ich bin erstmal, ihr habt es ja gesehen, ich habe die Einleitung jetzt gemacht. Ich bin erstmal schön umgeknickt und jetzt tut mir mein verdammtes Bein weh auch noch. Dazu, dass ich eh schon Kopfschmerzen und alles mögliche habe. Jacques Musel, perfekt. Wir gehen jetzt in die Innenstadt. Wir waren schon beim Kopiershop quasi, das seht ihr aber eigentlich erst danach. Da haben wir unsere Tickets ausgedruckt und jetzt geht's weiter und wir suchen ein geiles Geschenk für meinen Dad, was wir dann gravieren lassen können und ja, dann, das ist sehr perfekt. Und heute Abend werden wir dann entspannt essen gehen, so am Meer. Da werde ich auch noch ein paar Shots machen. Es wird alles sehr, sehr dope. Wir dürfen da übrigens, by the way, danke an die Kreissäger an der Stelle, wir dürfen da, oder an die Schleifer, whatsoever, man, danke. Wir dürfen übrigens rein, weil wir die Tickets ausdrücken müssen für den Flug. Aber ist ja nur eine Kleinigkeit, das ist schon erledigt und dann geht's weiter in die Innenstadt und ja, wir suchen nach einem Geschenk für meinen Dad. Ein Copy Center. Richtig, richtig special. Beziehungsweise noch eine Katze und ich habe den Namen vergessen von dem Ding. Es ist kein Glarus. Glarus? Okay, ein Glarus. Oh, die kommen sich scheinbar immer näher. Wir gehen jetzt dazwischen. Die Bitches. Zieht euch das rein, Leute. Sieht eigentlich sehr, sehr nice aus. Wir haben hier eine schöne Baumallee mitten in der Straße. Leicht abfuckt, also gut, ich laufe jetzt mitten auf der Straße, aber hier fahren noch keine Autos gerade. Was leicht abfuckt ist, dass die so halt voll blockieren, wenn man am Gehweg läuft, würde ich mal behaupten. Aber sieht trotzdem schön aus. Vor allem, Alter, what the fuck, das geht ja übel lang. Das geht die ganze Street da hinten, Leute. What is up there? Welcome. Ah, eine kleine Hookerbar, wer kennt sie nicht?
Also ich schätze mal, ist eine Skischwebe. Looks like I live in a foreign country. I think it's a Skischwebe, but it's for smoking. It says hookup bar. There's a hookup bar. No, it's... Ich bin mir sehr sicher, dass es eine Skischwebe ist. Schon anstrengend, Leute, schon anstrengend. Aber wenn ich jetzt schon mal drüber nachdenke, ich muss mal eine Begrüßung machen, die ihr am Anfang gesehen habt. Der unscheinbare Shop, Leute. Wir gehen da jetzt auch mal entspannt rein und kaufen was für meinen Dad. Also ich werde jetzt mal so ein, ich will einen Spachtel kaufen, mal gucken, ob die es haben. Leute, ich bin schon hier unten im Shop und ich brauche sowas in der Art. So eine Art Spachtel, so ein Messer, auf den du auf Leinwänden malen kannst. Aber ich bin am überlegen, welches. Ich habe keine Ahnung, welche Form mein Dad benutzt. Weil er benutzt halt so vom, einfach wirkliche Spachtel benutzt er dafür. Und das sind halt so richtige Künstlermesser. Und ich habe keine Ahnung, welche Form ich mir da gönnen soll. Oh Mann, das wird sehr, sehr kritisch. Right, ich habe mich für diese crazy Form entschieden, weil ich mir denke, damit kann man am meisten machen. Hat so eine längliche Seite, eine spitze, kleine flache da oben. Ich denke, das ist am praktischsten. Also gehen wir mal zahlen. Wow, hier sieht es echt cool und nischig aus. Das ist echt schön hier. Unten ist nur keiner, deswegen gehen wir wieder hoch. Wann ist die Devetti? Jetzt könnt ihr sehen, das ist weiß. Weiß. Auf diesem Ding. Und dann holen wir es wieder ab. Koko Gordoshi. Weiß ich. Tukli da go pišem, od sam da je imeto, а от сам да е датата, или да го напиша по тази дъга, ще стои интересно. Например, хаш-хаш, хубаво да ги събера така на две. И тук от сам пак да разделя датата. Ще е интересно, понеже формата е интересна. Ако кажете да е хоризонтално, да е съвсем изчистено, така, попитай го. Да, хоризонтал ли да го направя? На пътшпад да е съм визнара. Alright, wir haben jetzt fertig gegessen und haben mir das Geschenk schon gekauft für meinen Dad. Und die Gravur wird gerade gemacht. Ich weiß noch nicht, ob die fertig ist. Wenn die fertig ist, holen wir die jetzt gleich ab und dann fahren wir mit dem Bus zurück nach Hause. Das Essen war noch nicht das romantische Dinner, was wir heute Abend machen werden. Aber ja, wir waren jetzt nur kurz so bei Le Chef. Heißt das so eine Art, keine Ahnung, so ein Rap. Und ja, jetzt geht's dann zurück. Und dann werden wir uns ready machen für quasi das romantische Abenddinner. Und vielleicht schaue ich mir noch irgendwie einen Film an oder so, wenn wir zu Hause sind. Aber jetzt erstmal das Geschenk für meinen Dad abholen. Oh, ich glaube, man kann die Gravur sehen. Ja, ich muss nicht nur für meine Facebook-Stranze, um zu sagen. Show me the other side. Für Reklame. Immer, wenn man bittet, wie ist das? Okay. Da kommt schon Fokus. Fokus. Ja, oh. Der heutige Tag. Das denke ich sehr, sehr nice. Warte mal, ich muss mal selber. Einfach mal kaum fokussieren. Ja. Okay. Sehr nice, denke ich. Life is HH. Das ist nicht das, was ihr denkt. Alright, Leute. Ich hab's geschafft, wir haben uns ready gemacht, zieht euch rein, ich habe mein Horses-T-Shirt und ja, die Ultra Boost und die neue Hose an, meine Schwester, Jungs, was ist da los? Das machen wir neu, Retake. Alright Leute, wir sind fertig. Outfit ist auch bereit, ich habe mein gutes Horses-T-Shirt, meine neue Hose, die ich mir gegönnt habe, wenn ihr die anderen Videos gesehen habt. Und die Ultra Boost sind am Start. Meine Freundin hat sich ein kleines Kleider angezogen, was sie sich auch geholt hat. Vielleicht hat man, ich glaube, es hat man im Video gesehen. Und ja, wir warten jetzt noch aufs Taxi und dann geht's ein romantisches Dinner. Or? Ja. Okay. Wir sind richtig late. Wir sind jetzt wieder an dem Platz, wo das Riesenrad ist, meine Damen und Herren. Wir sind beim GTA-Spot
Und hier holen wir uns vielleicht später noch eine Süßigkeit. Bei welchem Shop war das? Hier, oder? Ja. Kommt hier. Oh, see you later. Jetzt hier. The one there, the first one. Ah, okay. So. Wir sind jetzt auf jeden Fall geisteskrank unterwegs und ich habe noch meinen Rucksack. Und, ah ja. Wobei, wir haben noch richtig viele Leute vor uns. Oh, ist okay. Ja, man, das übel der Stau. Also links von uns sau viele Autos. Mal gucken. So. Also links von uns, da wo das Piratenschiff ist. Warte mal. Oh. Piratenschiff und Stau. What? Which restaurant is it? The blue squad, do you see it? Oh man, ja. Okay, wir müssen zu dem blauen Squad da vorne. Scheiße, Mann, das wird ein langer Weg. Beziehungsweise für euch, wisst ihr was? Hey Leute, ich hab mich gehört gehabt. Das ist der richtige Punkt. Und wir sind da. Wuhu! Let's go! Oh, zieht euch das rein, Leute. Nice. Look at the view. Hey, Bob, you want to hear me? You too. Entspannt jetzt erstmal essen. Ich habe mir erst eine englische Karte organisiert, weil die andere habe ich nicht verstanden. Aber ich glaube, den Ausblick, den versteht jeder. Right. Der Salat ist schon mal da. Das Bubu ist auch happy. Hat auch die gleiche Salat wie ich. Schön griechisch. Und ja, da haben wir schon den ersten wunderschönen Tag. Hey Leute, kleines Feedback, wir haben so Limonade. We can ask them if they give a recipe. Und das Ayran, also die Limonade, die ist ultra addiction. Keine Ahnung, was da drin ist. Aber das ist zu wild. Also die ist echt krass. Ich will da von 2 Liter gerade trinken. Die ist krank. Hey Leute, meine Fresse ist jetzt auch am Start. Entspannt am Start, meine Fresse. Ayran, meine Freundin hat sich ein Steak gegönnt. Statement. It's nice. Okay. Und wir haben so übergebackene Kartoffeln noch. Das ist sehr geil. Vielleicht hole ich mir von denen noch ein paar mehr, weil die sehr, sehr lecker waren. Mal schauen. Und es ist inzwischen sehr, sehr dunkel geworden. Aber oh, ich muss auch sagen, es sieht dunkel auch sehr nice. Das ist vor allem mit dem Riesenrad Zoom. Okay, Leute. Ich habe jetzt noch das Abschlussding. Ich sage noch ein paar Worte. Mir geht es gerade nämlich nicht so gut. Ich muss noch warten. Auch meine Freundin ist noch drin, die bezahlt. Ich chill hier. Und ich hoffe generell, euch hat das Video gefallen. Sorry, wenn ihr nicht so viel seht und so. Aber mir geht es echt nicht so gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt es ein Video einen Daumen nach oben. Und morgen seht ihr dann das vorletzte Video, nämlich den Rückflug und die Rückfahrt. Und ja, bis dann, Leute. Haut rein und tschüss. Okay, Leute. Willkommen zum wunderschönen letzten Tag, beziehungsweise zum ganz tollen Rückflug. Wir müssen nun so ungefähr 1,5 Stunden gehen. Ich bin scheiße müde, ich kann meine Augen nicht öffnen und ich werde wahrscheinlich auf dem Weg dahin absolut verrecken. Deswegen, oh, wie seht ihr jetzt, wenn ich irgendwie im Bad war oder so, mal fuck it, ey. Okay, sieht doch schon mal direkt deutlich besser aus. Ich bin auch schon angezogen und jetzt auch bisschen wacher. Wir waren auch noch kurz draußen und wir haben gepackt. Ich habe meinen Koffer gepackt, meinen Rucksack und meine Freundin auch ganz abgepackt. Und ja, wir sind ready. Jetzt geht's gleich zum Flughafen und da dürfen wir irgendwie 2 Stunden warten auf den Flug. Und ja, ich gebe euch dann wieder ein bisschen Handy-Footage vom Flugzeug, beziehungsweise jetzt noch von der Reise dahin. Und ich bin bereit zurückzukehren. Hello to the people. We go to the airport now, and then we fly back home. Sad, but true. Okay. And the Bubu is dead, but he drank a pill, and now he will travel fine. So, see ya, I guess, in Germany. Bye-bye.
Okay, Leute, wir sind da. Der Flughafen. Departure time. So, ich gebe jetzt nochmal einen schönen letzten Blick von mir, bevor wir ins Flugzeug einsteigen bzw. reingehen. Weil ich werde jetzt natürlich die Kamera wegpacken und ja. Dann gibt es ein bisschen Handy-Footage im Flugzeug und dann sehen wir uns, wenn wir wieder in Deutschland sind. Oh Gott. Ich hoffe, wir kommen gut an, aber ich denke, das wird schon. Ich muss jetzt erstmal mein Handy auftreiben, weil ich es aus dem Auto vergessen habe. Das wird kritisch. Naja. Schon mal unser Flugzeug und es regnet. Wie immer. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons. But all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. Ja, Leute, ich wollte noch ein paar geile abschließende Worte hier zum Ende des Vlogs preisgeben. Und zwar hat mir Bulgarien echt viel Spaß gemacht. Ich war dort einen ganzen Monat, habe viel kennengelernt, viel von der Kultur, von den Menschen dort vor Ort, allen möglichen Situationen, auch so ein bisschen von der Regierung, so Rassismus hat man da ein bisschen reingekickt bekommen. Es gibt zum Beispiel so einen vorher schon einen Rassismus gegenüber türkischen Personen, die Leute dort vor Ort nennen sie Gypsies. Ist echt crazy, was da abging. Auch zum Beispiel die Hunde dort vor Ort und die Katzen, wie laut es dort nachts ist teilweise, was man da hört. Ist echt außergewöhnlich. Auch die Selbstversorgung der Menschen, da bin ich stark von beeindruckt. Es gibt sehr viele so Trauben, Gemüse, was angepflanzt wird im heimischen Garten. Und auch Tiere, also Hühner, Hasen. Die haben die einfach vor Ort, zu Hause, bei sich. Die wohnen quasi mit diesen Tieren, auch Pferde. Ist echt, echt crazy. Schweine vielleicht auch, who knows. Ich wollte auch noch Worte dazu verlieren, wie angenehm es für meine Haut war, muss ich sagen. Also das Salzwasser und auch diese salzige Luft hat sehr gut geholfen für meine Allergien. Und ich hatte auch einen Juckreiz am Kopf, der hat sehr, sehr gut geholfen. Dadurch war ich deutlich weniger belastet. Und zuletzt wollte ich noch Worte verlieren, wie es jetzt weitergeht mit dem Channel, weil die Vlogs sind vorbei. Die Vlogs sind fertig. Es hat zwar 2 Jahre gedauert, aber jetzt sind sie tatsächlich vorbei. Und wie geht's jetzt weiter? Wie geht es weiter mit Panic Games? Beziehungsweise Panic Fly auf YouTube. Es geht weiter folgendermaßen. Jetzt erstmal wird wahrscheinlich wieder nichts kommen. Und dann will ich wahrscheinlich Highlights hochladen, beziehungsweise ich werde das ein bisschen umstrukturieren auf verschiedene Kanäle. Und dann werden Gaming-Videos kommen. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Und ich bin eh schon die letzten 2 Jahre gut am Streamen gewesen. Hab dort auch viel produziert. Und will das endlich mal zeigen und hochladen und dort ein bisschen Spaß haben, mal wieder was anderes machen. Außerdem habe ich viele Projekte im Kopf, die ich umsetzen möchte. Und ich denke, die kann ich euch dann auch gut zeigen. Die werden vielleicht sogar auf Englisch sein. Wir werden sehen. Ich hoffe aber, ihr hattet Spaß mit den ganzen Vlogs. Bis dahin, Leute. Haut rein und tschüss. And I wish that I could do it too.